John makes the best devils ever. And here you go. He's the devil. All right. I'm a devil. Ja, das ist really, das ist sehr wichtig, eine Zigarette und ein Bier. It's very important to smoke a cigarette and drink a beer before he works. Ja, das ist bevor man start. So, es ist egal, ob man einen Teufel macht oder etwas anderes. Im Moment mache ich einen Teufel hier. Man startet für eine menschliche Figur aus Lauscherglas, sehr weich. Fängt man an, den Part zu machen zwischen Bauch und setzt später den Hintern, den Ass an. Ja, wie kann man sehen, man braucht ein bisschen Glas für den, was später der Bauch werden wird. Okay, so, und jetzt sehe ich die Po-Packen okay. An. So John's saying that regardless with whether he's making a devil or just a normal figure, that anytime you're making a bodily figure with the lash of glass, he starts off with the belly and then moves to the cheeks of the butt. Yes. So. Jetzt kann man sehen, es sind gleich die Po-Button. Man muss sie etwas kühler machen mit der Zange. Und jetzt werden die Oberschenkel von dem Körper geformt. Und ja, zunächst erst es wird ein Teufel und deswegen erst der Schwanzansatz, also ein Ansatz gemacht, wo man später den Schwanz fertigen kann. Da es ja Weichglas ist, kann man nicht mehr an den Körper direkt später das arbeiten, man muss das vorbereiten, für wenn es kalt ist. So John was saying that after he makes the butt cheeks, he makes the penis because he preps that up because once the glass, wenn das Glas ist, wieder kalt, du kannst nicht wieder zu es gehen. Ja. Okay. Es ist nicht der Penis, es ist the tail. Oh, okay. Entschuldigung. It's not. Das ist die erste. Nein, ich habe gedacht, weil man hat Schwanz gesagt, so ich hatte die okay, ja. Yeah. Man tut erst, das ist kein Problem. Okay, so also man tut immer das für das hinten ein kleines Stückchen, wo man später noch ran kann. Yeah. Ja, weil man ja die Figur in einem Stück fertigen muss. Hier sieht man schon den Oberschenkel, den einen Oberschenkel. Es wird ein Teufel, der also liegt so ähnlich wie bei Adam oder so. Ja, bei Adam in der Sixtinischen Kapelle. Okay. So, es ist ein bisschen. Yeah. So that tail extension is basically a thick part of glass where he can go back to later and add the rest of the tail. And now he's working on the thighs of the butt of the figure. Es tut mir leid, John. Das war mein Fehler. Ich hatte nicht gewusst, Hundeschwanz. Ich habe gedacht, okay, Schwanz ist Schwanz. Ich leck mich an den Arsch oder so. Yeah. Yeah. What? What do you mean? What? Now here came the penis. Okay. now he's making the penis for. Yeah, you can see it is very hot in zwischen den Beinen. Das ist jetzt so. Das ist jetzt so. So, und jetzt kommen die Unterschenkel an, also werden die Unterschenkel angebracht. Und man darf immer nicht vergessen, dass man das heiß halten muss, also oberhalb des Bauches, also wo der Bauch dann ist, das muss man immer warm halten. Weil das Lauscherglas ist halt ein Weichglas und das platzt, also es crackt.
wenn es nicht korrekt bearbeitet wird. He said when working the glass figure, it's always important that he keeps the heat even throughout the piece, so he goes back and technical term, flashes the stomach and the upper butt cheeks back into the flame so that it holds heat and then doesn't explode, because once you let soft glass get cold after it's worked and reintroduce the heat into it, it explodes. So it's always important to keep as equally spread heat throughout the piece as possible while he's working. Also ich habe immer so, dass es von dem Bauch abwärts erst gefertigt wird, ja, also die Unterschenkel, da kann man später noch arbeiten damit, man kann Füße anmachen, das kann man machen, auch wenn es kalt ist. Aber dieser Arbeitsschritt ist sehr, sehr wichtig, damit man der Figur ein bisschen mehr Leben einhaucht. Also man macht den Oberkörper dann danach wie, also bringt sie in einen guten Ausdruck zu bekommen, also wie lebendig, etwas Bewegung und nicht so starr. Das ist wieder diese Handhabe, was vorhin Thomas auch gesagt hat. Wie heißt das? Handle, ja. So John was saying that he attaches the handle basically, and it was. Depends on your device again. Du kannst sehen, dass das bei diesem Glas, man sieht, wo es heiß ist, ist es schwarz. Das ist also original, lauscher Rot, das beste Rot auf der ganzen Welt. Und es färbt sich schwarz, wenn es heiß ist. Also man kann da immer abschätzen, dort ist es heiß. Da ist es schwarz und dort ist es kalt, da ist es rot. Und es wird dann später, also alles wieder rot, sich einfärben. Das ist jetzt der Brustkorb, den ich jetzt mache. So now John's working on the chest, the upper body, torso, and he was explaining that the red that Lauscher uses is the best red in the world, because it's just got a great and fantastic color. And also that the color strikes when it's hot to black, so you can always tell where it's hot still, and you can kind of use that color gauge as a way to know what temperature you're at, and then once the piece is done, it will be that beautiful dark bright red again. So, jetzt mache ich die Sixpack auf den Oberkörper. Sixpack. This is a man. The abs of the figure right now. Ooh. And he was also explaining earlier that he needs to keep that torso hot, and he always works in this fashion whenever he's making a figure, because with the ends, like the bottom of the leg, he can always put the foot on last or the hands on last because of the thickness of the glass, and that it's less likely to explode and it can be reintroduced into the flame. Und das Lauscher Rot, also dieses sehr spezielle Rot, ist eben keine komplette Farbe. Also es ist ein Anlaufglas, was wie marmorisiert hinterher. Also es ist nicht wie Plastik. Zuletzt, also wie Murano-Glas ist oftmals wie Plastik. Dieses wird wie marmorisiert. Es ist nicht eine einheitliche Farbe. Also es ist sehr, ja, wie Marmor. So, du meinst, dass es marmorisiert wird? Das ist nicht die ganze Farbe durch, aber ein... Genau. Okay, cool. So ein ornamentig. Yeah. So with this red also, what's so great about it is that it has a slight marbling, where it's not a solid plasticky looking color like the Murano glass. It has kind of the feel of it holds. I guess the best way for me to explain it is that with like a marbling pattern, it's almost like where you can see where the glass has been, so it it has motion within the glass. So, jetzt setze ich die Oberarme an, ja.
Now is that adding the arm? Die auch. Ich mache sie nicht komplett fertig. Das, man kann das später, wenn es kalt ist, ansetzen. Aber diesen Zyklus muss man einhalten. Man sieht, unten ist es ganz komplett rot und oben ist es komplett schwarz. Also es muss ein allmählich, und man muss Bier trinken zwischendurch. He said that he's, you know, working just certain parts of the arm, and as he keeps the chest black, because he needs to hold the heat there, you can see how the bottom of the figure is cooling off and turning back to that red. And then he also has to take a break and drink some beer. So. Ja, also man braucht immer an diesen Übergang von kalt zu komplett heiß. Und das muss immer ein gleichmäßiger Übergang sein. Somit, wie eine Stelle zu heiß ist, wird die Figur platzen, also cracked. Okay. It's really important to have this gradient of color going on where it's from like red to black, because that is a more... It's a way of measuring how equal your heat is, and once you get that the gradient, it also allows a little bit of the stress out, especially, but that's purely when you're working with this fashion of making this figure. So now I make the face. Also ich mache das Gesicht. That's about it. Mit einem I make the face and. Now you can see the face. This is. Man kann sehen, es ist sehr, sehr heiß gewesen noch. Also es ist sehr black, also schwarz gewesen das Gesicht. Das ist. Und jetzt kann ich schon an das anfassen, weil das sehr lange die Wärme hält, ja. So after he let the whole piece cool down, so it became equal temperature again, he can go back and work the smaller details of the figure. Because there's no stress because he let the glass cool on its own naturally. So now he can hold the figure and then add the little details. And as most people who are familiar with glass and lamp working, the smaller amounts of glass when doing detail, there's less stress on the glass as opposed to where if you have a thick marble, you need it to anneal and have a slower cool down rate as opposed to where thinner glasses, if you pull a stringer, it doesn't break. So. Jetzt mache ich die Finger, also mit einem dünnen Glasstab und einer Zange. Mehr benötige ich nicht. Einen alten Kuli für die Augen und eine Zange. Das ist alles. He says he uses small stringers to basically build off the hand and pull them out. With the smaller glass rod. Und was war mit den Augen nochmal? Das ist ein alter Kugelschreiber. Oh, okay. Da stecke ich die Augen ein, dass man eine Pupille. Ah, okay. He uses an old pen in order to make the pupils of the eyes for the devil's head. Der Oberarm eben war schon kalt. Man muss dann sehr vorsichtig an dieser Stelle erwärmen, um den Unterarm anzusetzen, damit es nicht eine zu großen Cut gibt zwischen heiß und kalt. Man muss sehr vorsichtig mit der Flamme umgehen. Also when making the forms and added on the different the finishing touches of the body parts. He said you got to be very careful not to reintroduce the cold part of the glass into the flame, so you can see that he's pulling it out and then moving it, not just moving it so close to the flame, because he doesn't want that flame to shoot onto his finished work, because he doesn't want to change anything and he doesn't want it to crack. Jetzt kann man schon ein bisschen die Form erkennen, dass also ein bisschen an diesen Adam in der Sixtinischen Kapelle angelehnt ist. Die Handhaltung, also das, die Finger. Die Finger sind sehr daran. Liegt das Figur auf das Boden?
Yeah, okay. Sie liegt. So this form is going to be the devil that's light, like sitting down and leaning back, and he was just saying he continues to pull out the fingers for the pull out the stringers for the fingers onto the hand, and continues the process that he did on the left hand but to the right. Fängst du immer an mit die linkste Seite und dann wieder nach der rechts, oder ist das egal? Ich fange immer damit an, was am schwierigsten ist, ja, für mich selber. Weil man die andere Seite danach, da kann man sich eher besser danach richten. Immer das Schwierigste zuerst und dann das andere. Okay. Ist das mit was die Figur macht in das Ende Produkt? So, manchmal fängst du an auf... Ja, ich verstehe, ja. Okay, so I asked John... why he started from the left to the right side, and he said that any time that he's making an object, he'll always do whichever side is harder for him first. So depending on what the devil or what the figure is doing, as like this one's going to be laying down and the arm's going to be in a certain position, he started with the left side and then worked his way right in order to make it and to ensure having it be equal sides, very proportional. So, das kommt der Daumen und dann muss die ganze Figur komplett, also sie muss drei Punkte haben, wo sie liegt, ja, also drei Auflagepunkte, damit sie nicht, also umkippt, ja, der Schwerpunkt muss man halt sehr, aber das kann man sehr gut handeln mit den Fingern, ja, dass die Finger auf den, man braucht immer drei Punkte, wo es aufliegt. He says you need three small points of contact for where it lays. So he's using the hand and forming it so it sits flush, and basically a tripod rule of thumb where he uses three points of contact.